Hallo zusammen. Heute habe ich mir etwas gegönnt und zwar den USB-Hub für das Stream Deck. Genau. So sieht's aus, wenn es ankommt. War natürlich noch eine Umverpackung drum. So, dann schalte ich jetzt mal eben die Kamera um. So. Okay. Also, hier haben wir das gute Teil. Man sieht es, ein USB-Hub, was haben wir hier drin? Ein Zettelchen, Bedienungsanleitung für Stream Deck. Oh je, sehr klein geschrieben. Deutsch, Spanisch und so weiter. Dann schauen wir mal bei. Das hier muss ich noch einschalten. So, dann holen wir das schöne Teil. Oh, das ist aber extrem klein. So sieht das schöne Stück aus. Ist hier sonst noch irgendwas drin? Mal schauen. Ja, ein Kabel. Ein USB-C auf USB-C. Sonst noch was? Nö, das war's schon. So, dann schauen wir mal. Ups. So, dann machen wir das jetzt hier mal ab. Na. Sag nicht, ich habe das Falsche bestellt. Das wäre ja richtig scheiße. Daran passt es nicht. Es gibt doch nur dieses eine. For use with Stream Deck Plus only. So. Das hier unten abschraube. Schauen wir mal. Aber das kann ja nicht. Das ist ja nur der Fuß. Ja, super. Zweimal. Ja, eine wackelige Angelegenheit hier. Kann ja nicht. Nee, das kann nicht sein. Das ist was für ein Arsch. Also gut, man soll praktisch hingehen. Ich setze mich mal so.
Okay. Also wenn man das hier abzieht, wenn man die Folie hier abzieht, wenn man die Folie hier abzieht, dann, was hier drunter ist, das klebt. Aber bevor ich das abziehe, gucke ich erstmal, wie die das haben wollen. So, also, das wollen sie hier dran haben. So. Super. Und dann das Teil hier. Ich lasse die Folie jetzt erstmal hier dran und jetzt schauen wir das erstmal hier wieder. Ah, schaut mal, so sieht es denn hin, so soll es denn aussehen, genau. Also man schraubt es einmal ab, damit man das Teil montieren kann, weil sonst passt es nicht rein mit dem Stecker hier. Und mit dem Kleber, der hier unten drunter ist, wird es hier nochmal festgemacht, damit es halt auch hält. Okay. So, dann gehen wir mal hin. Boah, schon ganz schön dreckig hier. Kann ich das direkt mal sauber machen. So, dann ziehen wir einmal die Folie ab. So, die Folie ist abgezogen. Jetzt nehmen wir das Teil. Schrauben wir die Sachen mal wieder zusammen. Okay. Es rastet praktisch ein. Ein bisschen andrücken. Ach, guck mal einer an. Hier unten die Folie habe ich auch noch nicht abgemacht. Da war auch noch eine Folie drauf. So, dann als nächstes. Boss Call. So, erstmal das Schrauben. Ach so, warum ich hier nichts mit Werbung eingeblendet habe, ist, weil ich es gekauft habe und nicht gesponsert bekommen habe oder sonstiges, sondern ich finde die Elgato-Sachen einfach cool, weil die bei vielen Sachen vieles erleichtern. Also ich habe mir das Ding selber gekauft und kein Sponsoring bekommen. So. So sieht's jetzt aus. So sieht's jetzt aus. Das schöne neue Teil. Das heißt, was gut ist, ist, und zwar direkt mit SD, Micro SD-Karte. Also mit einer SD und Micro SD kann man hier noch einsetzen. Das heißt, ich brauche nicht immer noch irgendwelche Adapter. Dann haben wir die Anschlüsse. Einmal 100 Watt USB-C kann ich anschließen, damit die anderen USB-Ports Power haben. Also nochmal explizit. USB 3 maximal 5 Gigabit die Sekunde und die zwei USB-A sind 4,5 Watt und USB-C jeweils 7,5 Watt. Dann haben wir sogar noch für einen Laptop USB-C mit 65 Watt.
Also das sollte eigentlich ausreichen. Da ich hier so ein paar Geräte noch rumfliegen habe, wie zum Beispiel meine externe Festplatte USB-C, dann brauche ich nicht immer unten am Rechner rumkriechen. Jo, so, jetzt gehen wir einfach mal hin, schließen das Teil mal eben an. Mal schauen, auf einen normalen 7,5 Watt, ob der das macht. Natürlich nicht. Muss mal auf den Eingang legen, glaube ich. Okay, Elgato zeigt das zumindest schon mal an. Aber das war's denn auch. Ja, da sagt er gar nichts. Okay, ist das Kabel. Hoffentlich ist das jetzt lang genug. Dann nehmen wir mal das Original. Elgato-Kabel, ey, das ist aber scheiße kurz. Also, das ist ja mal gerade ein Meter. Also, wie ihr seht, ist das halt nur ein Meter. Ist etwas kurz. Wenn man das auf dem Schreibtisch hat und dann, je nachdem, wo man den PC stehen hat. Okay, ich muss mal eben unter den Tisch krabbeln an den PC. Also wir brauchen auf jeden Fall ein Headstecker und dafür soll das sein. Ja, super. Liebes Elgato Team. Kann es sein, dass hier noch irgendwas fehlt? Ein Stecker? Ihr habt das Kabel dabei, aber kein Stecker. Netzteil. Nö, kein Netzteil drin. Das hier. Das Kabel ist für die Spannungsversorgung. Rein für die Spannungsversorgung. Und das andere Kabel, was ich hier habe, das ist praktisch, was am PC kommt. Super, Ingo. Ja, muss mal gucken, wo ich noch ein Netzteil finde. So, und dann habe ich hier noch ein Apple-Netzteil. Das sollte eigentlich reichen. Also das ist ein Apple-Netzteil. Das macht leider nur 30 Watt. Ja, ich muss mal neu. Werde ich mir mal ein neues besorgen mit 100 Watt. Aber zum Testen, zum Anschließen, wird das ja wohl erstmal reichen jetzt. Angeschlossen. So. Jetzt sollte es aber gehen. Thank you.
Dudum, hat's gemacht. Ah. So. Also, jetzt ist es schon mal angeschlossen. Funktioniert auch wieder. Schauen mal eben in die Elgato Software. Hotspot machen wir aus und so, jetzt haben wir die Software drauf angeschlossen und jetzt haben wir hier neu USB Hub Docking Station. Das sind meine Profile. Also ich habe noch ein XL. Dann könnte ich eventuell das Stream Deck XL über das normale Stream Deck anschließen. Dann habe ich da unten am PC auch nicht so viel Kabelwirrwarr. Okay. Mal eben schauen, ob das funktioniert. Oh, cool. So, wieder ein Kabel weniger da unten. Jetzt schließe ich noch meine externe Festplatte an. Ja, keine Ahnung, also die zieht minimal. Was steht die denn? Steht noch nicht mal dran. So, mal schauen, dieser PC. Mal schauen, ob er das jetzt erkennt, wenn ich die externe anschließe. Dadum, dadum. Jo, eine Samsung 2 Terabyte. Passt. Backups sind noch drauf. Jo, super, funktioniert alles. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Abo da oder ein Follow oder was auch immer. Daumen hoch, Daumen runter. Jo, keine Ahnung. Ja, also das war jetzt das Elgato Hub. Wie man den montiert und anschließt. Genau. Cooles Teil. Jo, kostet so um die 70 Euro. Ich verlinke das unten nochmal in der Beschreibung. Ich habe es bei Amazon gekauft. Genau, um die 70 Euro. Gut, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag.